Moin Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf dem Kanal. Ja, heute geht's mal weiter mit unserem Multiflow-Aufzug, genauso wie gestern im Livestream. Vielen Dank, dass ihr alle mit dabei wart, das hat super viel Spaß gemacht mit euch allen. Und ja, ich würde sagen, wir legen auch sofort los und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. So, wir gucken jetzt einmal, wir sind ja im Livestream bis hier oben zur dritten Etage jetzt gekommen. Oder ist das jetzt, nee, 1, 2, 3, vierte Etage ist das sogar mittlerweile. Okay, dann müssen wir aber später erstmal noch weiterbauen, dass wir hier oben erstmal ein paar Etagen noch draufsetzen, denn wir haben hier noch zwei Etagen vor uns. Ja, ansonsten müssten wir eigentlich sonst fertig sein. Ich meine, das hier haben wir soweit fertig, die ganzen Automaten sind ja soweit alles eingerichtet. Und ja, ich würde sagen, ansonsten ist das jetzt nur noch hier der Multiflow-Aufzug, ein paar Büros und ich weiß nicht, was könnte man denn hier noch so technisch gesehen reinmachen? Keine Ahnung, vielleicht fällt uns ja noch was ein, sobald wir hier den Aufzug fertig haben. Ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal hier die vierte Etage mit ein und dann, nee, wir sind schon in der vierten Etage, die fünfte Etage meine ich. Und dann gucken wir mal weiter. Also wir hatten im Livestream auch noch ein kleines Problem. Und zwar ist der hier nämlich zu weit unten. Und der sollte ein bisschen weiter oben halten. So, jetzt müsste der, nee, sein nicht. Jetzt aber. Perfekt. Ja, jetzt komme ich auch nicht mehr durch. So, und zwar fuhr der hier viel zu weit nach unten, wie ihr gerade gesehen habt. Hi, Widow. So, und wenn wir jetzt runterfahren, fährt er hier um einiges zu weit runter, wie ihr seht. Der sollte eigentlich hier halten, aber hält da unten. Das müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir das geregelt kriegen. Dann würde ich sagen, geht's im nächsten Video erstmal weiter. Und in diesem Video kümmern wir uns darum, dass wir hier dieses Problem beheben können. Erstmal gucken wir, woher könnte das Problem denn kommen? Also es kann daran liegen, dass das Signal entweder gar nicht gesendet oder zu spät gesendet wird. Ich würde allerdings erstmal auf gar nicht tippen. So, also wir sind hier. Also wir müssen hier an diese zwei Kolben. Ne, Moment, gar nicht wahr. Wir müssen an, wo sind sie denn? Wir müssen an diesen Kolben hier unten. Doch, das sind die zwei. Okay, das heißt, wenn wir jetzt oben auf den, Moment, ich markiere mir das mal ganz kurz hier, da müssen wir hin. So, wenn wir jetzt hier oben auf den Knopf drücken, dass wir runterfahren wollen, so, das ist, nee, der müsste hier halten sogar. Okay, Leute, ich habe mich gerade vertan, wir müssen nicht nach da unten, wir müssen nach hier oben. So, hier müssen wir hin. Okay, also wie gesagt, wenn wir hier oben auf den Knopf drücken, dass wir runterfahren wollen, passiert was? Okay, sagen wir es mal so, das Signal kommt gar nicht an. Warum kommt das Signal nicht an? Weil, aha, mir fällt gerade was auf. Und zwar kann das sein, was hier oben gerade passiert. Kann das sein, dass wir beim Falschen sind? Das könnte sogar echt wirklich sein. Dass wir beim Falschen gelandet sind. Nee. Das ist der von hier unten. Okay. Aber wo ist denn dann der eigentlich hier dran geht? Rangehen sollte. Ich meine, wenn wir jetzt hier so, wenn wir jetzt von hier aus runtergehen, ja, hallo? E, reagiere, danke. Ich muss mir unbedingt eine neue Tastatur kaufen. Und wir runterfahren. Dann ist soweit alles gut. Das bedeutet, an sich stimmt soweit alles. Kann das sein, dass wir echt den falschen Kolben dran gemacht haben?
Kann das sein? Das kann sogar echt sein. Ich fasse es nicht. Okay, wir gucken mal. Wie sieht das aus? Wo haben wir? Da, Mann. Okay, wir müssen hier oben hin. Oder? Müssen wir hier oben hin? Ja, wir müssen hier hin. Da müssen wir hin. Oder haben wir das von irgendwo anders? Nee. Es gibt sonst keine Verbindung zwischen da unten und hier oben. Okay, dann machen wir das hier mal weg. Das ist nämlich das von jetzt gerade. Aber wo ist... Da müsste da doch auch irgendwo was... Nee, Moment mal. Das hier... Ist das von... Nee, das ist nicht das von da. Das geht nach hier oben, geht hier lang, geht dahin. Und das ist das letzte, was wir hier angeschlossen haben. Ja. Okay, das heißt, das hier war wirklich jetzt eine Etage zu tief. Okay. Aber wo, wie gesagt, wo ist dann das von hier? Das müsste ja dann auf diesen hier. Ganz merkwürdige Sache. Okay. Irgendwo finden wir dann später schon den Überblick. Aber jetzt erstmal gucken, dass wir hier überhaupt irgendwo was Geregeltes reinkriegen. So, hier müssen wir hin. So, so. Dann gehen wir einfach hier lang. Und so, fertig ist das Ganze. Okay. Schnappen wir uns hier diese Leitung. Wir setzen da, würde ich sagen, noch einen Verstärker hin, dass hier wirklich nichts passieren kann. So, 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 so und so. Okay, dann gucken wir uns das Ganze einmal an. Ich hoffe, das da unten macht jetzt keine Probleme. Dürfte es aber nicht, weil... Einfach darum. So, es dürfte eigentlich keine Probleme geben. Okay, oben sind wir. Soweit alles gut. Jetzt gucken wir mal. Okay. Oder es passiert einfach gar nichts. Das geht da dran. Ich meine, warum hat denn jetzt der hier nicht geschaltet? Ah, okay, Leute. Alles gut. Ich weiß, woran es liegt. So. Dann gehen wir hier mit dran, würde ich sagen. Haben wir hier oben Verstärker? Ja, wir haben da einen Verstärker. Der Kondensator könnte uns... Nee, Moment mal. Dann haben wir zwei Kondensatoren. Wir machen so. So. Und so. Und so. Jetzt ist eigentlich nur austesten, wo der Fehler liegt. So, also er fährt. Wieder zu weit. Warum fährt denn der jetzt schon wieder zu weit? Warum fährt der sich jetzt hier nicht wieder aus? Weil er keinen Strom mehr hat. Der fährt sich nicht aus, weil der keinen Strom hat. Hier sollte er da anhalten. Das heißt, wir müssten hier dran. Der sollte auch hier anhalten. Ja. Jetzt sind wir wieder ganz oben. Warum bist du immer noch eingefahren? Du bist eingefahren, weil das hier Signal kriegt und das kriegt Signal, weil da. Baut das denn wenigstens ab oder liegt das jetzt... Achso.
Okay, das war jetzt meine Schuld. So. 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 Okay. Jetzt fährt der hier sich aus. Soweit, so gut. Der ist ausgefahren. Okay. Jetzt wollen wir von hier oben nach hier unten. Das heißt, der hier muss, das ist doch der ausgefahren werden muss. So. Ist das soweit richtig? Nee, hier wollen wir hin. Wir stehen da und wollen hier hin. Das heißt, doch, dass der hier sich ausfahren muss. Der hier muss sich ausfahren. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt. Hier dran. Oh, Leute, es ist so schwierig ohne Übersicht hier. So. So und so. So und so. Da wollen wir hin. Okay. Das heißt, wir waren ja doch richtig. Da waren wir auch vorher dran. Aber warum hat denn das nicht funktioniert? So. Ich weiß es nicht. Okay, ab nach unten. Wir fahren schon wieder zu weit. Warum funktioniert. Was? Der entlädt sich einfach zu schnell. Warum entlädst du dich so schnell? Haben wir hier einen. So. Aber eigentlich verzögert der doch bereits und der da lädt, müsste eigentlich lange genug laden, dass der sich hier aufladen kann. Kriegt der überhaupt Saft? Weiß ich nicht. Kann sein, dass der gar keinen Saft bekommt. So, naja, nach oben müssen wir. So. Dann wollen wir noch einen nach oben. So. Tschüss, Weido. So. Und ab nach unten. Hat er echt einfach nur keinen Saft bekommen? Echt jetzt? Aber der hat. Jetzt nimmt das gar nicht mehr ab. Ah, weil diese Leitung hier oben stört. Okay, verstehe. So. Okay. Nochmal. Nach oben. Ich habe gesagt nach oben. Warum bist du jetzt hier nicht ausgefahren? Ach so, ja, okay. Weil es einfach eine Zeit lang gedauert hat. Ah. So. Ab nach oben. Tschüss, Weddo. Soweit alles gut. Ja. Und runter.
Jetzt fährt's wieder zu weit. Das bedeutet, dass die Leitung, die wir eben zerstört hatten, eigentlich doch nicht so schlecht war. So, das heißt, wir müssen doch hier mit dran. Irgendwo. Nur wo, dass diese Leitung hier nicht irgendwie blockiert wird. So, wir gehen hier entlang. Und gehen dann hier lang und gehen dann hier mit dran. Irgendwo. So. So und so. So, so, so. Ah, stopp mal. So, so und so und so. Das müsste diese Leitung auch sein. Ja, das ist die Leitung auch. Okay. So, ein weiter hoch. So, Technik alles zurückfahren lassen. Okay, soweit alles gut. So, und ab nach unten. Der fährt schon wieder zu... Warum fährt der denn immer zu weit? Warum fährt der sich nicht aus? Warum fährst du dich nicht aus? Das war die falsche Leitung. Okay, upsie. Das war die falsche Leitung. Okay, Leute. So, wir müssen nämlich von hier aus dran. Okay, das war jetzt mein Fehler. Okay, Leute, das war mein Fehler. Alles gut. So. So. Und... So. So. Wir sind immer noch da unten. Okay. So. Ein weiter höher. So, alles zurückgesetzt. Perfekt. Ach ja, okay. Der hält sich noch. Das hier hat sie jetzt langsam zurückgesetzt, aber der setzt sich nicht zurück. Warum setzt du dich denn nicht zurück? Die Power ist und bleibt bei 14. Geht sie runter? Nein. Warum nicht? Warum geht diese Power denn jetzt nicht runter? Weil das damit verknüpft ist. Das damit, das da, ach so. Der lädt sich, ach so. Ja, ist ein bisschen doof gerade. Aber für jedes Problem gibt es eine Lösung. Und zwar machen wir das jetzt einfach so. So. Also damit funktioniert es nicht und ohne funktioniert es nicht. Das ist gerade ein bisschen schwierig. So, wir müssten eigentlich einfach nur das so hinkriegen, dass der sich nicht gegenseitig sperrt. Aber dafür reicht uns der Platz nicht. Der Platz nicht hier natürlich.
habe eine Idee. So. Wir gehen bereits hier schon hoch. So. 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 Perfekt. Jetzt können wir hier bereits... Oh. Das ist gar nicht perfekt. Nein, das ist nicht perfekt. Ja. So, 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 so und so. So. Jetzt dürfte das eigentlich funktionieren. Jetzt machen wir noch so. Okay. Müsste eigentlich funktionieren. Müsste. Eigentlich. Okay, gut, versuchen wir es nochmal. Gut, ab nach oben. Tschüss, Weido. Warum fährst du dich nicht aus? Jetzt müsstest du ausgefahren. Okay. Warum fährt er nicht los? Ja. Das gute alte Problem mit dem Observer. Gut, ab nach oben. Tschüss. Alles resettet. Ab nach unten. Du hältst zu früh. Du fährst zu früh aus. Warum fährst du mir jetzt so früh aus? Weil. Dich müsste diese Leitung eigentlich erst sperren. Diese Leitung sperrt dich. Warum fährst du so früh aus? Ist der Kondensator nicht lang genug? Ich weiß es nicht. So. 1, 2, 3. Das müsste eigentlich reichen. Ach stimmt, der Kondensator. Ja, stimmt. Du hängst ja mit am Kondensator. Gut, ich habe nichts gesagt. Das wäre jetzt meine Schuld. Okay. So. So, so und so. So und so. Und, ich würde sagen, ab nach oben damit, oder? Ab nach oben? Ab nach oben, ja. Okay, jetzt müsste es hoffentlich funktionieren. So. Der Kondensator ist angeschlossen. Ansonsten ist auch alles mit dran. Okay, Leute, ab Blitz. Gibt's doch nicht. Ist der Kondensator zu kurz? Nee, kann gar nicht sein. Der Kondensator kann nicht zu kurz sein. Nein. Der Kondensator ist nicht zu kurz. Ist das Signal zu kurz? Das Signal ist zu kurz, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Auch nicht. Doch, Leute, ich weiß warum. Aber warum haben wir das Problem auf den anderen Etagen nicht? Das ist so. Ich kapiere es nicht, Leute. Das ist eine ganz komische Sache. Natürlich, das Signal geht ja immer weiter runter. Aber wenn ich das jetzt wieder gegenseitig lade, dann lese ich das wieder gegenseitig.
Oh, Leute, warum haben wir das Problem denn nur auf dieser Etage? Sonst haben wir das nirgendwo, das Problem. Und ansonsten ist ja eigentlich auch alles gleich gebaut. Ich weiß es nicht. Ganz komische Sache. Und was ist, wenn wir den Kondensator hier oben hinbauen? Ne, da können wir es nicht. Da können wir es auch hin. Wir bauen jetzt den Kondensator mal hier oben hin. So, so, so. Ich meine, es ist hier nicht. Doch, das ist da unten dran. Okay. Müssen wir uns merken, dass das da unten mit dran hängt. So, 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 so. Hier ist nichts. Okay, das heißt, einfach so. Ganz kurz die Items holen. So, wie lang ist der? Wie lang ist der? 3. Okay, 3 in die Richtung, 3 in diese Richtung. Gutes. So. Damit ist das Signal nämlich länger, was nach hier oben braucht. Hält länger an, das meine ich so. Okay, so. Hier kommt einer hin. Ein Verstärker, so. Hier kommt ein Verstärker hin, so. So, so. Das habe ich nämlich gar nicht bedacht, dass die Verstärker vom Kondensator ja die ganze Zeit runter geht. So. Ist zwar nicht wirklich kompakt hier, was ich hier mache, aber an sich ist das eigentlich kein Problem. So. Okay, Hauptsache es funktioniert. Würde ich sagen. Gut, Leute. Testen wir nochmal. Der ist oben. Mal wieder kaputt gegangen. So. Hm. So, 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 so und so und ab mit dir. So. Und ab nach unten. Das Signal ist doch lang genug. Das Signal müsste lang genug halten. So. Jetzt aber auf jeden Fall. Jetzt müsste das funktionieren. So. Okay, noch einmal den hier reparieren. Dann müsste das passen. So. 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 Und so. Abmarsch. So und so. Gut, und jetzt ab nach unten mit dir. Wieso? Wieso? Das Signal ist lang genug, was ihn sperrt. Das Signal ist lang genug. Wieso kriegst du so schnell wieder Strom? Das Signal. Okay, Leute, ich mache mir das Ganze mal einmal nochmal hier fertig. Aber Leute, ich würde sagen, für heute war es das dann erstmal mit der Folge. Ich keine Ahnung, warum das Ganze so schnell wieder Strom kriegt. Okay, Leute, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn wir den Fehler nicht finden konnten. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, woran es liegen könnte. Und ich weiß, es geht um einiges kompakter, was ich hier die ganze Zeit mache. Aber mir geht es erstmal darum, dass es funktioniert. Und dann später können wir das Ganze ja noch irgendwie kompakter bauen. Mir geht es, wie gesagt, erstmal darum, dass es funktioniert. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Und bis dahin dann. Ciao! So Leute, das war's jetzt hier vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Ja, hier kommt ihr jetzt zum letzten Video und hier kommt ihr zu einem Video, was für euch abgestimmt ist. Hier unten könnt ihr mich gerne abonnieren, wenn ihr wollt. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin. Ciao!